Hallo Leute, willkommen zurück zu GTA San Andreas, die zweite Folge, die ich aufnehme nach dieser langen Pause. Die Zero-Mission hatten wir in dem letzten Part, das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen weiter wegfahren, habe ich jetzt schon gesehen, nämlich entweder dahin oder, na, ich glaube aber nicht, ich bin mal, also dahin auf jeden Fall, zu diesen X. Das heißt, wir werden uns bis zu diesen X da aufmachen. Ich brauche keine Markierung dafür. Das wird auf jeden Fall ein langer Weg direkt hier am Anfang. Jo, dann suchen wir uns mal eine fette Karre. Die sieht doch ganz gut aus. Was mit dir? So. Müssen wir mal schauen, wo der kürzeste Weg dorthin ist. Gibt es wahrscheinlich... Ja, Richtung links gibt es eine Brücke dafür. Okay, passt. Fahren wir ein bisschen nach links. So. Das wird schon, Leute. So, und das gibt mir auch die Zeit, dass ich ein paar Sachen ansprechen kann. Die ich gern ansprechen würde. Ergibt irgendwie Sinn. Ja, das Blöde ist nur, ich habe eigentlich gar nichts zum Ansprechen. Erst... Nein, sorry Leute, es ist schon sehr spät. Also dafür, dass ich heute früh aufgestanden bin und morgen wieder extrem früh aufstehen muss. Verdammt. Nein, ich bin nicht auf der Brücke oben. Fuck, wie kommt man darauf? Ich fahre einfach übers Gras darauf. Pass auf. Und... Au. Okay, nein, so wollte ich es nicht. Scheiße, jetzt komme ich da nicht drauf. Nein, Mann. Okay, ein bisschen Anschwung, dann geht das schon. So. Und jetzt. Jetzt geht's. Komm schon. Okay. Den größten Teil haben wir schon. Okay, vergiss. Ich suche mal da oben ein neues Auto. Sodale. Das ist Schrott. Schrott. Ja, es gibt auch irgendeine Karre, mit der ich heute noch dort ankomme. Ah, da ist ja schon wieder dieselbe wie vorher. Jetzt. Bleib stehen. Okay, dann hole ich mal die blaue. Sorry. So. Warum hören diese ganzen komischen Cabrio-Dinger da Cager West? Der Reggae Channel. Egal. Ja, was kann ich anreden? Ist jetzt halt die zweite Folge, dass ich GTA aufnehme, Worms oder irgendwas anderes habe ich noch gar nicht aufgenommen. Da muss ich erst noch immer schauen, wie weit ich bin. Ja, ich bin schon gespannt, wie das ist. In 5 Tagen fliege ich dann noch in Urlaub. Upsala. Vielleicht kommt heute noch die vorige Folge, die ich vorhin aufgenommen habe. Also für euch ist das dann eh schon länger her, aber... Ja, muss ich mal schauen, wie ich das alles noch mache. Ist noch alles so in der Experimentierphase und... Jetzt, Alter, ich kann echt nicht mehr Auto fahren. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße. Okay, Game Over. Nein, ich brauche eine Karre. Alter, eigentlich, wenn ich da auf der Seite einsteig... Sehe was? Nein, nicht raushauen, Mann. Ich hab gedacht, der Taxifahrer könnte mich vielleicht direkt dorthin fahren, weißt? Nein, jetzt renne ich einfach nur weg. So, egal. Dann fahren wir halt selber noch das Stückchen. Wie weit ist denn noch? Da müssen wir noch irgendwie über diese Wasserpassagen kommen. Entweder übertreibe ich und fahre rechts oder fahre den normalen Weg. Ich übertreibe. Hui! Jo, ist das geil! Fuck. Komm, du schaffst es. Also ich glaube, da wäre ich mit dem normalen Weg schneller gewesen. Fuck. Aber ich schaff's. Nein, ich bin sogar so schneller gewesen, denke ich mal. So. Da ist eine riesige... Ah nein, das ist ein Staudamm. Ja, eigentlich bin ich auf dem richtigen Weg, denke ich. Ich speichere da noch direkt dort. Damit, wenn ich stirb, ich nicht wieder den ganzen Weg da gehen muss, ne? Obwohl, ne, dann... Egal. Egal! Das werden wir schon irgendwie machen, Leute. Ihr kennt mich doch, ne? So, jetzt müssen wir in die Wüste fahren. 17 Dollar verdient. Aus dem Nichts. So, jetzt haben wir es dann bald.
Dann geht's auch los mit der Mission, also nicht abschalten, Leute. Also. Fuck. Ein Flughafen Summer, das heißt, jetzt kommt sicher irgend so eine Flugmission, denke ich. Die Flugschule hatten wir schon gemacht, oder? Und der Rollen muss sein. Hui. So. Ja, schauen wir mal, was das ist. N-O-E. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Okay, Mann, wird erledigt. Ich erinnere mich an die Mission. Da müssen wir auf jeden Fall einfach immer nur tief genug fliegen und dann klappt das alles schon, aber das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay. Jetzt packt der Ton rum. Aber komplett. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ciao. Hallo, Leute, ich bin jetzt nur ganz kurz ausgestiegen und wieder eingestiegen. Irgendwie spinnen gerade die Soundtracks. Also, ich habe schon mal eine Minute von meiner Zeit verschwendet und fuck. Irgendwas mache ich gerade falsch. Nein, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Bin ich ausgestiegen und wieder eingestiegen und auf einmal geht der Ton teilweise wieder. Also die Musik geht auf jeden Fall, aber die Soundtracks nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber egal, machen wir einfach die Mission. Dann passt es schon. Ihr seht schon, es ist gar nicht mal so einfach, da in der Unsichtbarkeitsgrenze zu sein. Es sieht einfach auch einfacher aus, wie es ist. Ich kann das jetzt dann nicht so gut. Jetzt werde ich sicher verkacken, wenn ich unter der Brücke durchfliege. Okay, hab's doch geschafft. So. Also die Musik motiviert mich gerade richtig. Okay, egal. So. Fuck, ich bin schon wieder zu hoch. Komm. So, da fuck, ich sollte irgendwie so fliegen. Fuck, das war knapp. Fuck. Okay. Bis jetzt läuft noch alles, aber ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir das beim ersten Versuch schaffen. Weißt du, was ich meine? Fuck. Okay. Ich muss wieder tiefer. Aber da sind überall Bäume. Fuck. Jetzt bin ich so richtig am Arsch. Fuck. ja, okay, das konnte nichts anderes werden als ein Fail. Fuck. Wo bin ich? Ma! Ernsthaft? Okay. Ja, okay. Die Folge wird anscheinend wieder ein bisschen länger. Wenigstens gehen die Soundtracks wieder. Außer die Motorgeräusche. Hallo? Hallo? Okay, egal. Die Folge wird sie das schon überstehen. Ich glaube, also ich habe eine Vermutung, warum das so ist. Ich glaube, weil ich mein Mikrofon mittendrin in der Videosequenz gemutet habe und dann wieder aufgemacht habe. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich das nie wieder mache. Egal, ihr habt zumindest diese symphonische, wirklich wunderschöne Musik. Das ist doch die Hauptsache, ne?
Hauptsache die Hupen gehen noch und wie die Leute rumschreien geht noch. Und die Motorgeräusche nerven doch sowieso nur, ne? So. Beim zweiten Versuch schaffen wir es jetzt bestimmt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich nicht wie so ein Verrückter durch die Bäume fliegen darf, sondern vielleicht außen rumfliege oder sowas. So, jetzt sind wir eh gleich wieder da, glaube ich. Drei Taxis. Zack, danke fürs Wegkicken. Okay, da ist schon der Flughafen. So, und wir rollen uns genau wieder rein. Oder fast. So, das können wir überspringen. So, steigen wir wieder ein. Will man irgendeinen random Radiosender aus und 5, 4, 3, 2, 1. So. Damit wir fair bleiben, ne? So, dann starten wir mal. Räder einziehen. Und 2, das habe ich mir seltsamerweise gemerkt. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir die richtige Route wählen. Damit wir nicht direkt verkacken. So, jetzt in der Wüste ist eh noch ziemlich einfach, das sind nur Felsen und nicht so viele Bäume. Fuck. So, fliegen wir einfach mal unter der Brücke durch, weil wir es können. Fuck. Ich kann es einfach. Nein, durch diese Brücke habe ich schon mal versucht drunter zu fliegen, das ist böse ausgegangen, also das lassen wir lieber. So, eigentlich die Höhe passt dabei. Jetzt ist eh nur Flachlandgebiet irgendwie so, also über Wasser. Da kann uns auch nicht sehr viel passieren eigentlich. So, da fliegen wir jetzt geschmeidig über den Berg. Noch nicht abheben. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt. So. Fuck, das war schon wieder knapp. Ich glaube, ich sollte mal... Scheiße. Ich glaube... Ah, fuck. Das Flugzeug kann wirklich was. Also, das ist gar nicht mal so langsam, ne? Dafür, dass man durch solche Sachen durchfliegen kann. So, jetzt fliegen wir mal die Straße entlang. Wisst ihr, was ich meine? Und schon haben wir keine Probleme mehr. Fuck! Oh, fuck. Das war knapp. Oh, fuck. Jetzt ruft mich auch noch wer an. Scheiße! Okay, so, vergesst mein Handy stumm zu schalten, fliegt zum Flugplatz zurück. So, fuck, wir sollten nicht da durchs Gebirge fliegen, sonst verliere ich erst recht schon wieder. Obwohl, durch diese Gegend geht's eigentlich. Mit dieser beruhigenden Musik kann uns gar nichts mehr passieren, Leute. Gar nichts. Verdammt. Yeah. Das ist so richtig Motivation, ey. Nein, ich sollte wirklich schlafen gehen. Fuck, Mann. Wenn ich beim ersten Mal nicht abhebe, dann auch beim zweiten Mal nicht. Oh, fuck, nein. Nein, 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 nein. So. Nur wegen diesem Arm. Yes, ich schaue danach, wer mich angerufen hat und dann trete ich demjenigen so richtig in den Arsch. Braucht mein Flugzeug. Notiz an mich selber, nächstes Mal Handy stumm schalten. Wie gesagt, Leute, ich habe schon lange nicht mehr Let's Played und ich habe keine Ahnung mehr. Ich vergesse noch ein paar Kleinigkeiten. Aber Hauptsache, das Video läuft, ne? Fuck, das ist so schwer zum Lenken jetzt. Weil das Flugzeug schon so beschädigt ist. Schau, wie das rumwackelt. Oh man, die Landung wird was. Falls wir es überhaupt bis dorthin schaffen, ne? Ach, okay, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich bin echt schon gespannt, was aus diesem Versuch wird. Und natürlich ist der Flugplatz genau umgekehrt. Nein, scheiße, Mann, ich schaff das vielleicht nicht. Was über Radargrenze? Jetzt lass mich da mal in Ruhe.
Was? Gesperrter Luftraum? Willst du mich verarschen? Fuck, 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 fuck! Holy shit! Okay, okay, okay. Okay. Räder ausfahren. Und landen, 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 landen. Fuck. Fast. Gut gemacht, Karl. Echt, das war gut. 15.000. Fuck. Okay, wir haben es doch noch irgendwie geschafft, Leute. Ich bin echt froh darüber. Das könnt ihr mir glauben. So, jetzt fahren wir noch davor und speichern direkt, bevor man noch die Hütten da explodiert, Leute. So. Und dann würde ich auch sagen, das war's für diesen Part, falls ich heute noch da ankomme. Und ich danke euch wieder mal, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen was weiß ich was. Nein, da ist die Flugschule. Und ich verabschiede mich hiermit herzlich. Ciao, Leute.